Hallo, hier sind wir wieder. Heute aus einer der schönsten Markthallen Norditaliens, aus der Markthalle von Modena. Wir haben heute Mittwoch, den 8. Dezember, und in Italien ist eigentlich Feiertag, aber bis 13 Uhr hat die Markthalle geöffnet. Und was wir jetzt einkaufen und sonst erleben, das seht ihr jetzt im Video. Wir sind Martina und Bernhard. Seit wir uns 2018 unser allererstes Wohnmobil gekauft haben, reisen wir, um an den schönsten Plätzen aufzuwachen. Mit unseren Möpsen, Elton und Felix, erleben wir Abenteuer und treffen Menschen, die wir ansonsten niemals kennengelernt hätten. Für uns ist das lokale Essen und Trinken immer wieder ein neues Highlight. Kommt mit und seid dabei! Modena. Die Geburtsstadt von Enzo Ferrari und Luciano Pavarotti ist eine norditalienische Universitätsstadt mit ca. 200.000 Einwohnern am südlichen Rand der Po-Ebene gelegen, in der Region Emilia-Romagna, und sie ist die Hauptstadt der gleichnamigen Region. Modena hat einen wunderschönen historischen Stadtkern, der aktuell sehr weihnachtlich geschmückt ist. Die Markthalle von Modena aus dem frühen 20. Jahrhundert zählt zu den schönsten Markthallen Norditaliens. Hallo, Laura. We would like to have from this one. Pochetta? Sì, Pochetta. Schweinchen auf Toast. Wozu? Schon noch ein bisschen, oder? Die kennt die Colas nicht, die ist noch vorsichtig. Die kennt die Colas nicht. Va bene? Ancora? Oh, mit Kruste. Reicht es? Ja. Ist okay. Gut. Und welchen Schinken möchtest du? Fünf? This is natural. Natural. I like the natural one. Five slices, please. Oh. Which is the best Parma? The best is Pulatello. It is? Yes. The best. Okay, dann nehmen wir von dem. Then we take from the Curatello. Curatello? Thin slice, yeah, maybe 150. 10 slices. 10. 10. 10 nice slices. Oh, yeah, I really love them. Okay. Six is okay? Yeah, yeah. I come back. Okay. If I like them, I come back. And a small from the spicy one for my husband. The small one. The, for the man. For the man. For the man, the man olive. And then have. It's okay? Reicht, yeah. Fertig? Okay, I think we're finished. Okay. 10 years and 15 years. Okay. EGP. Cooked grapes. The balsamic is just cooked grapes. Okay. EGP is cooked
grapes and a little wine. Sounds nice. Yes. It's very delicious. Without caramel, vanilla, or other. It's natural, natural. It's the best, the best. The best is this quality. Yeah. Oh ja, der ist so ein bisschen. Ja, but this is. Ist lecker. Wie schwer. Der ist lecker, ne? Der ist nicht so klebrig. Ja, der ist gut. I like it. Garlic. Fresh one, fresh, ja. So. Perfekt. I think that's it. From this one, little persico? Allora. Due. Zwei und dann schneide ich es klein. Due, sì. Okay. Perfekto. Was das, Schatzi? Willst du noch irgendwas? Nö? I take then that one, a glass of that. And du willst einen Weißwein, Schatz, ne? Mhm. And one white wine. Perfekt. Grazie. Okay, and? Yes, and now we know what you want to eat. You would have the tortellini in crosta and una tartare de fasona. No. We're busy. It's no problem. Yeah. No problem. Okay. Ist voll süß. Sie hat gesagt, sie braucht ein paar Minuten vor die Tortellini, aber wir sind ja beschäftigt. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir es eilig hätten, oder? Wie mag sie? Okay. Also das Mädel ist sehr freundlich, spricht da super Englisch. Und sie hat uns zum Wein das hier empfohlen. Frittiertes Fleisch, meinte sie. Ich habe jetzt gerade reingebissen. Es ist eher frittiertes Fett. Aber ja, es schmeckt wie wenn ich vom Gänsebraten am nächsten Morgen mal was esse. Es schmeckt wie frittiertes Fett. Sehr lecker. Wenn man das isst, kann man auch zwei Gläser Wein trinken, glaube ich. Bei all den leckeren Sachen hier bekommt man natürlich auch Hunger. Und nur so ein bisschen frittiertes Fett reicht uns ja nicht. Deswegen haben wir was zu essen bestellt. Hier mitten im Markt kann man sich dann hinsetzen und so ein bisschen Wein und Essen bestellen. Das ist total schön. Da kann man sitzen und zuschauen, wie die Leute so einkaufen, das Treiben. Also das ist unheimlich authentisch. Ich habe ein Tartar, zur Abwechslung mal ein Rinder-Tartar von einem ganz speziellen Rind, Famosa-Rind. Und der Bernhard, der hat Tortellini mit Parmesankäse. Also dieses Tartar ist butterweich, wirklich. Es ist so ganz spezielles. Es ist so ein bisschen fettig, aber super lecker. Es ist wie Butter. Es ist so gut. Könnte fast Thunfisch sein. Ich habe jetzt dieses Rind gegoogelt. Das heißt, Moment, Fasonna-Rind. Und ich habe das gegoogelt, weil das so unglaublich ist. Ich habe noch nie so ein Rindfleisch gegessen. Und die schreiben jetzt, dass das im Prinzip mit dem Kobe-Rind gleichzusetzen ist. Und dieses Rind gibt es nur im Piemont. Und das ist, geht auf ein Rind, eine Rindersorte von vor 25.000 Jahren zurück. Auer, Ochse und Zebu. Und die gibt es nur im Piemont und die können nur draußen gehalten werden. Also die kann man wohl nicht im Stall halten oder werden nicht im Stall gehalten. Und die Marmorierung ist irre und dieses Fleisch, ihr wisst, ich esse gern. Aber so ein Rindfleisch habe ich wirklich noch nie gegessen. Also das ist so butterweich. Das schmeckt gut. Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir haben ausgeschlafen, wir waren da gestern satt und zufrieden. Jetzt trinken wir noch unseren Tee, beziehungsweise Bernhard seinen Kaffee. Dann würden wir noch duschen und dann fahren wir weiter. Wir entsorgen vorher noch hier auf diesem Stellplatz, auf dem wir jetzt gestanden sind. Ist es super. Da kann man sogar angehängt, wir mussten nicht mal abhängen. Wir konnten uns angehängt hinstellen. Die hatten extra zwei Plätze für extra lange Fahrzeuge. Und da ist so viel Platz und es ist so geräumig, dass wir angehängt entsorgen können, Wasser auffüllen. Es ist echt super, die waren auch sehr freundlich hier. Und wir haben jetzt gerade schon bezahlt und wir haben jetzt für die 3 Nächte, glaube ich, 25 Euro bezahlt. Also es ist wirklich, wirklich in Ordnung. Es gibt auch sanitäre Anlagen, die wir jetzt nicht genutzt haben, aber die waren auch sehr sauber. Die Dame hat vorher die ganze Zeit geputzt. Wir fahren dann weiter. Ich sage euch auch, wohin es geht. Es geht Richtung Bologna, genauer gesagt nach Savigno. Und da gibt es ein Restaurant, da waren wir schon vor 2 Jahren, das Restaurant Amarigo. Wir sind durch Zufall da mal hingekommen, weil wir in Köln in einem Einkaufsmarkt Trüffelsoße gekauft haben. Da gab es eine Verkostung an so einem Tag der offenen Tür, gab es eine Verkostung. Und da gab es eine Trüffelsoße und zum Versuchen. Und wir haben so ein kleines Portionchen versucht. Und als wir dann so weiterliefen, sagte Bernhard zu mir, boah, ist das eine breite Trüffelsoße, so eine gute habe ich noch nie gegessen. Lass uns zurückgehen und noch mal eine holen. Also sind wir zurück, haben noch mal so eine Versuchsportion bekommen, sind dann mit dem Herrn, der diese Verköstigung gemacht hat, ins Gespräch gekommen. Und der hat uns dann erzählt, dass es hier bei Bologna ein Restaurant gibt, dass da eben die Trüffelgegend ist. In den Bergen hier in der Emilia Romana und dass es da ein Restaurant gibt und dass diese Soßen, die da zum Verkauf waren, von diesem Restaurant auch hergestellt werden, dass das Restaurant auch schon immer einen Michelin-Stern hat und immer wieder einen bekommt und wir sollen da doch mal hingehen, wenn wir in der Nähe sind. Das war vor 2 Jahren und wir waren vor 2 Jahren dann schon mal tatsächlich hier und das ist eines der besten Restaurants, die ich also wirklich kenne. Und vernünftige Portionen zu vernünftigen Preisen mit Michelin-Stern, angenehme Atmosphäre. Und da fahren wir heute hin, verbringen da 2 Tage, weil auch noch Freunde von uns zu Besuch kommen. Die fliegen extra nach Bologna ein, weil wir denen seit 2 Jahren vorschwärmen, wie toll es da ist. Also bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr mit uns nach Bologna, nach Savigno zum Essen fahren könnt. Deswegen, like das Video. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke.